Mit seinem BMW hat er einen parkenden PKW auf der Kölner Straße einfach umgedreht. Der 26-jährige Fahrer des älteren BMW war am Samstagabend gegen 18.17 Uhr mit hoher Geschwindigkeit die Kölner Straße hinuntergefahren. In einer Kurve schoss er über die Fahrbahnmitte hinaus und prallte seitlich mit einem dort abgeparkten Golf-Kombi zusammen, der durch den Aufprall einmal um 180 Grad herumgeschleudert wurde. Glücklicherweise waren zu diesem Zeitpunkt keine Fußgänger auf dem Gehweg unterwegs. Der BMW-Fahrer wurde von der Polizei mit auf die Wache genommen, da eine Blutprobe angeordnet wurde. Offensichtlich stand der Kirsper-Fahrer unter Alkoholeinfluss. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 10.000 Euro beziffert. Die Kölner Straße musste wegen der Fahrzeugbergung teilweise gesperrt werden.